Ja, hallo Freunde. Dies hier ist ein kleines Infovideo von mir und Pet. Nicht Pet? Ja. Du hörst aus. Und zwar geht es um unsere zukünftigen Spiele, die wir zukünftig spielen werden. Deswegen heißt das ja auch so. Und es schaut so aus, dass ihr die Wahl habt, für Spiele zu voten, die wir spielen sollen, entweder als Single-Projekt oder als LP Together. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, auch eigene Vorschläge zu posten über Spiele, die ihr gerne sehen würdet. Momentan im Umlauf ist Donkey Kong 64, glaube ich, was Gut, du eingegeben hast. das geben wir auch gleich mal ein. Donkey. Ist das richtig geschrieben? Donkey. Okay, habe ich mir gedacht. Donkey Depp. Kong 64. Pausen. Pausen. Super. Klasse. So. Ja, da habt ihr jetzt demonstriert bekommen, wie das eigentlich so abläuft, ne? Ich gehe mal von aus. Aktualisiere kurz. Kurz. Damit, dass das jetzt auch sichtbar ist. Genau. Da ist es nämlich. Das war zu weit. Hier. Und das funktioniert natürlich wie beim typischen Video. Ja, wir wollen Thumbs up oder Thumbs down. 64. Nein, wir wollen keinen. So, und so jo. Fügt ihr einfach eure Antworten hinzu. Wenn ihr welche habt, was weiß ich. Ne? Ihr habt ja super Einfälle bestimmt. Und könnt eure Antwort dann gleich auch selber mal mit einem positiven Daumen belegen. Wetten, da kommt irgendwie sowas wie Bus Driver? Bus Driver, warte. Nee, falsch. Nein. Video-URL Bus Driver, aha. Was wir uns noch vorgenommen hatten, war. Yay. Oh. Super Mario 64. Ja, aber das hätten wir, glaube ich, lieber gerne als LP Together, oder? Ja, also, wäre schon besser. Wenn ihr, genau, wär das könnt nice. Ihr natürlich auch machen. Wenn ihr jetzt meint, das darf nur als Together gespielt werden, könnt ihr meinetwegen auch Together hinterschreiben. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja. Und wenn ihr dann meint, es sollte nur Minky spielen oder es sollte nur Pet spielen, dann schreibt halt Pet oder Minky dahinter. Wie ihr wollt. So, und so läuft das jetzt auch mit den zukünftigen Projekten. Wir haben die FM-Parts ja schon aufgenommen. Wir werden jetzt im Laufe der Woche auch in einem der Parts darüber sprechen, dass wir mit den neuen Projekten anfangen, wenn die Singles-Dinge vorbei sind, ja. Genau, wenn wir mit unseren Single-Projekten am Ende gelangt sind. Ans Ende gelangt. Und ich glaube, beide neigen sich momentan dem Ende zu. Also ich bin momentan auf dem Weg zum letzten Part des Spiels. Du bist auch kurz vom Ende, von daher wird es nicht mehr viele Parts in Anspruch nehmen, denke ich mal. Genau, das heißt, man könnte so damit rechnen, wir haben jetzt den 20.11., das war vielleicht Mitte Dezember spätestens mit den neuen Projekten anfangen. Oder mit dem Haut hin, Projekt. Wenn es jetzt ein LP Together werden sollte. Wir freuen uns natürlich über Let's Play Togethers. Denn es gibt nichts Schöneres, als mit Pet zu kommentieren. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Gott sei Dank. Habe ich mir gedacht. Nein, auf jeden Fall. Super Mario und Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 kenne ich nicht, das wäre für mich blind. Patrick kennt's. Ja, aber zum Teil so damals wie meine mal. Steppe. So, und dann hatte Patrick noch einen Wunsch, den wollen wir ihm natürlich auch halten oder geben. Denn ich habe einen Wunsch, really? Banjo-Kazooie war, wolltest du doch. Ach so, natürlich, ja. So, diktier mal, ich kann das bestimmt nicht schreiben. Banjo vielleicht? Banjo? Ja. So, Kazooie, K-A. Fett, O-O. Ach, O-O, okay. Ja. I-E. Ist es als Together, das möchte das als Single? Ich weiß selber nicht, I-E oder nur E? Ist scheißegal. Das möchte ich aber gerne als Together haben. Mach das mal so. Okay. Hab nichts gesagt. So mache ich das jetzt. Also es geht wirklich um Banjo-Kazooie, nicht Banjo-Tooie. Das muss man nicht falsch verstehen für die Leute, die denken, ich spiele die ganze Spieleserie. Das nee. Habe ich jetzt auch nicht vor. Wir, wirklich nur den ersten Teil, Banjo-Kazooie. Apropos Spieleserie, wie man hier ja auch sieht, hier sind ja auch die zukünftigen Projekte vermerkt. Ja. Bei
Pet, ja, Donkey Kong 64 stand und bei mir Tourwords 2. Ich habe mir, oder wir haben uns quasi vorgenommen, diese Pläne auch zu verwerfen. Denn im Moment, das wird auch im folgenden FM-Part auch erwähnt, habe ich hier Skyrim liegen und zwei Rollenspiele gleichzeitig zu spielen. Da kommt man schnell durcheinander. Ich komme jetzt auch schon durcheinander, wie das alles so funktioniert. Und das ist einfach blöd. Das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du dann wirklich nur Rollenspiele spielst. Und bei Pat ist es so, er hat im Moment, oder als er selber. Ich habe momentan Skyward Sword hier im Zimmer liegen und auch noch Super Mario 3D Land. Ja, also ich glaube, ich habe Privi auch noch ein bisschen was zu tun, was das Zocken angeht. Von daher, ne? Na, und Könnt ihr euch eh ausrechnen, wie es mit der Häufigkeit aussehen würde mit diesen Projekten. Also auf einer Daily Basis wird das jetzt nicht stattfinden. Noch nicht. Das kann sich genau. dann aber im Verlaufe der Let's Plays natürlich jederzeit ändern. Also ich denke mal, dass wir das dann auch so machen werden wie mit unseren Single-Projekten, dass wir uns feste Tage einfach aussuchen So schaut's und an aus, ja. diesen Tagen dann einfach das Projekt raushauen. Eventuell werden es ja auch die Projekte, sollten es zwei Single-Projekte wieder werden. Und es läuft dann genau so wie bei FM, dass wir uns jetzt zum Beispiel bei Super Mario 64 einfach den Spielstand rüberschicken und Genau. ich dann halt ein Level mache, dann macht Pat wieder eins oder ich zwei und Pat zwei, so wie es Wie ist. gesagt, du machst die, habe ich in einem FM-Part erwähnt, du machst die Levels, die ich hasse. Okay? Following. So, und was auch noch wichtig ist, dass diese Spiele natürlich für, also irgendwie auf dem PC zu spielen sein müssen. Ja, Ihr genau. könnt ja zum Beispiel nicht, Keine Skyward Next-Gen-Games Sword, bitte, weil wir momentan keinen Grabber haben. genau, ihr könnt nicht Skyward Sword vorschlagen, denn das wäre momentan nicht möglich. Es wäre schön, aber leider geht's nicht. Genau. Von daher sollten es schon auch realistische Spiele sein. Wir hatten auch kurz überlegt, oder Pat hat es überlegt, Modern Warfare 3 anzuspielen. Ja, aber das hätte man zum Release schon machen müssen und wenn wir es dann machen, dann sollte schon eine gewisse Zeit vergangen sein. Genau. Also, wie gesagt, wir hoffen, dass ihr einige Antworten, also einige Vorschläge für uns habt. Vielleicht ist auch jetzt bei den drei schon der super Vorschlag dabei. Denkt daran, Daumen hoch, Daumen runter. Und ich denke, das war's auch schon. Mehr wollten wir gar nicht erzählen. Nö, ich möchte Denn, noch was sagen. ja, komm, sag noch was. Egal, für was ihr euch entscheidet, wir spielen es auf alle Fälle. Wir freuen uns auf eure Votes. Votet für Donkey Kong 64 together. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht sagen. Was man dazu vielleicht erwähnen sollte, ist, dass es eventuell ja nicht dazu kommen kann. Vielleicht gefallen uns ja alle Vorschläge, die ihr dann eventuell posten könntet, solltet, werdet. Ja. Und vielleicht sind dann drei Daumen bei Donkey Kong und vier, drei Daumen bei Super Mario oder nur zwei bei Banjo-Kazooie. Aber wir denken uns jetzt, boah, wir haben mega Bock auf Banjo-Kazooie, dann werden wir natürlich auch Banjo-Kazooie spielen. Damit müsstet ihr euch dann leider abfinden. Denn ein Let's Play bringt ja auch nur Sinn, wenn man selber daran Spaß hat. So Und schaut's aus. wenn Du hast man. Kazooie, glaube ich, auch noch nicht gespielt, ne? Nein. Na siehst du, du hast Spielekultur verpasst. Auf jeden Fall. Deswegen, nicht böse sein. Die werden auf jeden Fall alle kommen. Also sollte Bedarf Irgendwann auf alle bestehen. Fälle, ja. Sollte. Genau. Von daher freuen wir uns auch darauf, weiterzumachen jetzt. Mit neuen Projekten. Vielleicht ziehen wir dann auch den einen oder die ein oder andere neue Zuschauergruppe oder den einen oder anderen Zuschauer neu ins Land. Wir werden sehen. Auf jeden Fall war es das jetzt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich denke auch. Gut, Oder dann. wir machen noch auf 10 Minuten und ich erzähle noch ein paar flache Witze. Nee, das machen wir in FM Okay, schon das en war's masse. jetzt. Ja, genau. So, danke fürs Zusehen und votet, Thanks, Leute, bis zum nächsten Mal. votet, votet. Ja, ciao.